Willkommen bei Rundum Kreissäge TV. Heute gibt es einen kleinen Vergleich zwischen der Elektra Decon PK250 und der Maffel Monika. Ja, Maffel Monika ist eigentlich das Gerät, was ich mir ursprünglich auch kaufen wollte, war nicht zu kriegen, deswegen habe ich auf die Elektra Decon erstmal gesetzt. Die ist jetzt gar nicht zum Einsatz gekommen, ist auch schon verkauft. Die wird nächste Woche abgeholt. Und das hier wird mein neues Schätzchen. So, mal, welcher Mensch hat denn mal zwei Sägen zu Hause, zumal ich ja schon eine dritte hatte, die ja auch erst ein paar Tage weg ist. Ohne jetzt großartig euch die mal vorzuführen, möchte ich einfach mal so ein paar Sachen dazu sagen. Was man sofort sieht und auffällt, ist, dass der Tisch hier tiefer ist als der da. In Zahlen hat der hier gerade mal 81 cm vom Boden, die Monika. Und hier sind es 84,5. Was ich gerade so sehe, sind hier sind ja so Füße, die kann man runterdrehen. 3 cm rausholen. Was habe ich gesagt? Wie hoch war die? 81, also kriegen wir die auch auf 84 hoch. Noch brauche ich so, ich muss hier noch ein bisschen hin und her schieben, weil ich baue jetzt gleich die Elektra Decon ab. Ich habe mich zwar schlau gemacht über diese Maschine hier, über die Maffel, aber so genau weiß ich das im Moment nicht. Also ich sehe gerade hier der Spaltkeil, ich weiß nicht, ob das Original ist, der hat gar keine Vorrichtung für so einen Sägeschnittschutz. Da muss ich mal nachgucken, vielleicht baue ich mir da was selber und ich habe die eben mal angeworfen. Die hat keine Motorbremse. Das ist bei der Elektra Decon anders. Da steht das Blatt. Innerhalb kürzester Zeit. Jetzt nicht so schnell wie bei der Bosch GTS-10. Aber ein kurzes Eckchen später nur. Das sind ein paar Sekunden. 3-4 Sekunden. Und dann länger als die GTS-10. Und dann steht die Elektra Decon auch. Ja. Hier ist dann die Verstellung. Für die Neigung. Ja. Ist eigentlich bei beiden gut abzulesen, gut einzustellen. Beide sind Baujahr 91. Richtig? Richtig. Beide sind Baujahr 91. Also sind beide ungefähr gleich in Schuss. Hier passt zwischen das Sägeblatt und dem Parallelanschlag. Wow. 28,3 cm gehen hier zwischen, dann war es das. Aber dafür hat das Schätzchen ja hier diesen Anschlag. Obwohl. Hier hat er hier einen Schiebeschlitten, hier hat einen kompletten Anschlag, der sich richtig schön rausziehen lässt. Deswegen habe ich die Maschine auch gekauft und hier zwischen Anschlag und Sägeblatt, so wie es jetzt rausgefahren ist, kriegt man so 78 cm dahinter, um dann vorbeizuführen zum Durchsägen. Dafür ist sie gedacht, dafür habe ich sie gekauft. Ich liebe es jetzt schon. Noch nicht ausprobiert, aber ich liebe es. So, so ist verriegelt. Ich weiß gar nicht, ob man den hier verriegeln kann. Ne, der läuft ja auf Rollen, den kann man gar nicht verriegeln. Aber das muss man auch nicht. Wenn man den Platz dafür hat, ist das natürlich genial. Weil da kriegt man schon größere Platten drauf als hier. Hier bei der Monika kann man noch so einen Tisch hochklappen. So hat man noch einen Tisch zusätzlich, Ablagetisch. Allerdings geht der auch bergab, sehe ich hier. Da muss ich noch was einstellen. Ich habe sie einfach nur abgeholt und stelle sie jetzt gerade mal hier, ne, vor. Ich muss das Ding auch noch ein bisschen aufmöbeln, mal drüber wischen, alles ölen, weil man hört es ja, es quietscht. Ha! Okay, noch ein Auszug. Hier an der Seite kann ich natürlich auch noch den Tisch rausziehen, aber ich kann trotzdem nicht den Parallelanschlag weiter nach hinten verstellen, weil der hier auf dieser Schiene läuft, auf diesem Rundmaterial. Von daher ist die Größe für eine kleine Werkstatt optimal von so einer Monika. In dem Zustand, wie sie jetzt hier steht, naja, sind so 80 cm in der Länge. Sehr viel schmaler. 80 mal, ja, so viel schmaler ist auch noch nicht. 80 mal 76. Das ist bei der hier ein bisschen anders. Allein durch die Schiene für den Schiebetisch. Die ist sehr lang. Dafür braucht man eine ganze Menge Platz. Dieser Schiebeschlitten hier ist der Clou dieser Maschine. Weil er halt teleskopmäßig ist. Ist das genau das, was ich brauche. Jetzt kann ich auch auf Gärung vernünftig mal hier, ne, was an der Säge vorbeischieben, weg und dann dran vorbei, größere Platten. Das werde ich alles noch kontrollieren, wie das aussieht hier mit den Maßangaben.
Da weiß ich jetzt nicht, ne? Von 1991. Das musste ich ja bei der Elektra Beckum auch einstellen. Ja, Höhe vom Sägeblatt sind hier 60 mm. 70 mm, Entschuldigung. 70 mm, mehr ist nicht drin. Ist also genau gleich wie die Bosch GTS-C. Da schafft die Elektra Beckum 10 mm mehr. Ne? Einen 80er Balken kriege ich hierauf nicht geschnitten, da schon. Dieser Paralleleinschlag wird nur einmal einfach geklemmt. Hier vorne mit dem kleinen Rädchen. Und hier ist auch was drin an Bewegung. Da muss ich mich wahrscheinlich noch dran gewöhnen. Das ist bei der Elektra Beckum auch anders. Die hat einen doppelt geklemmten. Das seht ihr in dem Video zur Elektra Beckum. Ich verlinke euch das Video hier oben rechts im Eck. Da zeige ich das auch, wie das funktioniert. Da vorne ist so ein Hebel dran. Wenn man den umlegt, klemmt sich das hinten fest. Und dann kann man den vorne noch spannen. Und dann ist das wirklich bombenfest. Also das hier ist nicht so super toll. Aber ich wollte es ja haben. Also ich werde damit leben müssen. Wollen. Weil der Schiebetisch war mein Augenmerk. Mein Hauptaugenmerk. Ja, was gibt es zu der Maschine sonst noch zu sagen? Außer... So, soweit kann man es noch ausziehen. So kann man dann schon eine größere Platte hier anlegen an den Anschlag und dann drüber schieben im Ganzen. Und das hier ist noch ein Anschlagblech. Das kann man auch noch hoch machen. Ach so, ja, dann klappt man den weg und nutzt das dann als Anschlag, als Parallelanschlag. Hier unten drunter sind so Feststell-Dings-Flügelmuttern. Ja, das ist ja doch, ja, dann habe ich ja hier meinen Anschlag. Vielleicht hätte ich mich vorher informieren sollen. Ja, dann kann man natürlich eine ganze Ecke mehr dazwischen, ne? Wenn man es feststellt, Gott, ja. So, dann gehen hier 69, irgendwas durch. 69,2, 69,3. Also, alles gut. So. In einem anderen Video sage ich das auch die ganze Zeit. Ich stehe da so auf Nähmaschinenöl. Den wieder los. Den auch. Den wieder runter. Ja, wenn ihr die Wahl hättet, geschenken gekrochen, die oder die, für was würdet ihr euch entscheiden? Also ich finde, natürlich, klar, ich wollte es ja auch haben, ne? Die Monika, Maffel Monika, insofern besser, dass die ja, etwas umbaubarer ist und dafür platzsparend. Also die kann ich schön in die Ecke schieben, wirklich in die kleinste Ecke. Aber mit hier ausgezogenem Tisch, den Tisch hochgeklappt. Es gibt auch noch eine Tischverlängerung, gibt es auch noch. Ob ich mir die anschaffe, weiß ich noch nicht, aber dann könnte man da auch dann, ne, den Tisch noch verlängern. Jetzt muss ich doch glatt mal gucken. Ist denn da kein Schildchen drauf vom Motor? Nö. Ja, nichts zu erkennen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, der Spaltkeil hier, der ist selbst gebaut. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Das ist natürlich bei der Erika gut. Und das kann man in dem Video auch sehen, wo ich den einstelle, dass der sehr schön einzustellen ist. Hier diese Nut im Aluprofil sieht auch aus, als wäre das irgendein Standard. Wenn man hier die Hebelchen umlegt, kann man hier unheimlich schnell was verstellen. Oh. Ja. Dann kann man den auch so rum dran machen. Bin nicht gehalten. Umgedreht. Und fest. Das wird die letzte Maschine sein, die ich hier in meinem YouTube-Leben habe. Es sei denn, das Maschinchen verlässt mich, weil es kaputt geht. Ich wollte was Robustes haben, was gut und sauber steht. Bei den neueren, und schlachtet mich, fehlt mir so ein bisschen die Robustheit. Deswegen eine alte Maschine. Das wirkt halt viel wertiger als die Plastikdinger, die man so sonst so sieht. Es sei denn, man geht jenseits der 3000 Euro und dann komme ich schon wieder mit dem Platz nicht hin. Also die, selbst die von Festool habe ich mir angeguckt. CS50, CS70. Ja, so viel Geld, das ist blanker Wahnsinn. So ein Maschinchen hier kriegt er für,
Ja. Bis zu 1000 Euro müsst ihr dafür ausgeben. Ist also schon teurer als eine Bosch GTS 10 XC. Die Elektra Beckum kostet auch unter 1000 Euro. Aber auch mehr als die GTS 10 XC. Ich würde behaupten, das sind die auch wert. Weil Baujahr 91 alle beide und ja, die funktionieren immer noch wie 1. Mai. Also, überlegt euch das gut. Ich bin mit der Bosch nicht ganz so zufrieden gewesen. Ist halt eine Dreckschleuder. Immer ein bisschen ungenau, wenig zum Einstellen. Und ja, am Ende bleibt es euch überlassen. Ich stehe auf Altes. Und ja, gut. Dann lasst mir ein Däumchen da, liked das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.